Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 2 Monaten auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Skorpion bitte. Was kommt in den nächsten 2 Monaten auf Skorpion zu? Bitte. Diese Legung, Skorpion, diese Legung gilt für die 60 Tage ab jetzt. Okay? 60 Tage ab jetzt. Schauen wir mal, ob. Oh, da zeigt sich schon eine Gelegenheit. Eine neue Welt eröffnet sich dir in den nächsten 2 Monaten. 2 der Schwerter muss deine Entscheidung fällen. Page der Stäbe steht für neue Wege. Sorry. Skorpion, du machst hier einen radikalen Umschwung. Radikal. Aha. Du machst hier, das ist 2 der Schwerter, Page der Stäbe. Das hier ist nicht, will ich Brot mit Sonnenblumenkernen oder will ich jene mit Kürbiskerne. Aha. 2 der Schwerter ist, soll ich alles zurücklassen oder nicht? Du spielst hier mit ziemlich radikalen Gedanken in den kommenden 60 Tagen, Skorpion. Mit Page der Stäbe ist dir Abenteuer garantiert. Also wenn es dir darum geht, mehr Feuer, mehr Leidenschaft, mehr Entdeckungen zu haben, bitte sehr, Page der Stäbe, das garantiert dir, dass das lustig wird. Was du hier mit 2 der Schwerter, oder womit du hier mit 2 der Schwerter zu kämpfen hast, ist so ein bisschen dieses Zurücklasten von Menschen, die dir sehr am Herzen liegen. Okay. Skorpion, wir haben dieses Thema seit Monaten bei dir. Ja. Ist das hier angekommen bei dir? Du stehst da, du hast eine radikale Entscheidung in den nächsten 2 Monaten zu fällen und es fällt dir schwer, dich von dem zu lösen, woran du emotional gekoppelt bist, mit Menschen, mit denen du auf Herzensebene verbunden bist. Ist das klar? Gut, dann bitte ich jetzt die Karten, bitte mir ein neues Thema in Bezug auf dich zu bringen, weil das hier, Skorpion, kauen wir bei dir seit Monaten durch. 10 der Stäbe. Die Urteilskarte. Dankeschön. Dankeschön. Du wirst hier an einem Ort, wo du sehr viele Bemühungen zeigst, mit einer Wahrheit konfrontiert sein. Falls du dir am Arbeitsplatz ja den Allerwertesten aufreißt, dann wird hier eine News auf dich zukommen, die dich komplett befreien wird. Falls du hier seit 10 Monaten an deiner Garage arbeitest, kommt hier eine News auf dich zu, die dir die ganze Arbeit abnehmen wird. Irgendetwas Belastendes, Skorpion, wird dir hier in den nächsten 2 Monaten abgenommen. Das ist die Urteilskarte hier, das ist eine große Arkana. Lass dich davon überraschen, wie genau dir diese Arbeit abgenommen wird. Okay, da kommt eine grandiose News, die dich befreien wird von dieser Last, die du hier die ganze Zeit um dich trägst, auf dir trägst. Detailkarten ziehe ich in der Fortsetzung. Ja, ich habe auch auf meiner Webpage, wir haben jetzt Pride Month, Juni ist der Pride Monat, da gibt es ein Glücksrad, mit dem du bis zu 60% Rabatt auf die Fortsetzung gewinnen kannst. Kannst da dran drehen und satte Rabatte kannst du dir da holen. Okay. Ja, das ist so, es gibt hier Menschen, die darüber reklamieren, dass es einen zweiten Teil gibt. Der erste Teil wird geschenkt von mir, also ich muss hier das nicht hier machen. Ja, ich meine ja nur, also hey, nee, da gibt es wirklich manchmal freche Leute, die das Gefühl haben, ich müsste hier, ich meine, natürlich gibt es einen zweiten Teil, natürlich schaue ich da nach mehr Details, natürlich ziehe ich da auch Zeitkarten im zweiten Teil, das ist so. Wie soll ich
diese Einstellung euch hier, das ist ja das, was ich die ganze Zeit hier sage, verschenkt den Menschen nichts, Lebenszeit ist begrenzt. Oder schaut drauf, dass ihr glücklich seid, damit ihr andere glücklich machen könnt. Solche Dinge erkläre ich hier die ganze Zeit. Was soll das bringen, wenn ich selbst ganz anders bin und dann die ganze Zeit allen oder alles schenke und mache? Nein, tue ich nicht. Tue ich nicht. Ich finde solche Menschen finde ich sehr abstoßend. Ich finde das so, ich habe in meinem privaten Umfeld habe ich keine solche Leute. Keine einzige solche Person. Also natürlich kommen die immer wieder. Die wissen ganz genau, wo sie anklopfen müssen, aber ich schmeiß die so schnell wieder aus meinem Leben raus. Nichts, ja, finde ich so abtörnend, wie Menschen, die das Gefühl haben, dass fremde Leute ihnen etwas schulden. Hau ab. Ich finde das ekelhaft. Und ich finde, der Fehler liegt bei den Eltern. Ja, liegt bei den Eltern. Egal. Skorpion. 6 der Stäbe hier, Siegeszug in den nächsten 2 Monaten in Bezug auf ein Thema, wo du dir wirklich den Allerwertesten aufgerissen hattest. Entschuldigung. 10 der Stäbe. Du hast hier in letzter Zeit hast du hier das getan, worum mich manche bitten. Umsonst Arbeit geleistet. Umsonst Zusätzliches geleistet, umsonst dich um etwas bemüht die ganze Zeit. Es kommt hier, schau mal, 10 habe ich hier, 6 habe ich hier, das macht die 16. große Arkana, das ist die Turmkarte, ist gleichzeitig auch eine Skorpionkarte, ist eine sehr befreiende Karte. Eine Nachricht, die für alle anderen schockierend sein wird, wird für dich in den nächsten 2 Monaten eine grandiose News sein, Skorpion. Ja, für dich wird es eine super Nachricht sein. Mit 6 der Stäbe ist dir hier sozusagen der Sieg sicher. König der Kelche. Oh. Oh. Jemand offenbart dir außerdem seine, ihre Gefühle. Ist in den meisten Fällen ein Mann hier. Ich habe hier gleich in der Nähe habe ich mit 6 der Stäbe die Siegeskarte der Liebe liegen. Ja, 6 der Stäbe ist die Tochter, der Sohn von der 6. großen Arkana, die Liebenden. Direkt daneben habe ich hier König der Kelche liegen. Skorpion, dieser Mensch ist in dich verliebt und auch da wird hier etwas entstehen, das dein Herz hier regelrecht Saltos machen lassen wird. Okay, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und diese Zeitkarten hier werde ich fragen, werde ich für jene, die hier keinen Kontakt haben, fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox, im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.